stehen und das Erste, was wir gemacht haben, ist einfach nur die Arme überkreuzen, Schritt rausgehen, hier die Arme übernehmen und wieder den Schritt rein. Das zweite war, hinter den Körper zu drehen. Arme überkreuzen, der Arm geht wieder hoch an den Kopf, der übernimmt an der Wirbelsäule. Der legt ab. Das war Nummer zwei. Nummer drei war das Überkreuzen der Arme. Ihr bekommt den Arm hier zu fassen und klaut dann seinen Fuß. Nummer vier war die Schlangenbewegung zum Kopf, zum Hals. Hier findet ihr das Loch, kommt hoch zum Hals, steht hier in der Wurfposition, versteckt euch hinter der Schulter. Ja. Und das dritte, wenn das nicht klappt, weil irgendwie das Loch da zumacht rechtzeitig, an den Rippen und jetzt diesen Weg folgen,